Wir als Unternehmen verkaufen lebendiges Wissen. Coaching, Beratung, Konzepte und Seminare gibt's gratis obendrauf. Klingt jetzt ein bisschen provokant, aber letztlich möchte ich damit Folgendes Ihnen klar machen. Unsere Leistung ist nicht unsere Arbeitszeit, ist nicht ein bestimmtes Produkt, was handfest ist. Unsere Leistung ist unsere Erfahrung, die wir in 15 Jahren lebendiges Unternehmertum aufgebaut haben. Ich bin in meinem Leben als Unternehmerin häufig gefallen. Ich habe mir häufig eine blutige Nase eingeholt und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man nachts aufwacht, weil einen Existenzängste plagen. Das ist für mich nichts Neues. Und wenn Unternehmer oder Existenzgründer zu mir kommen, die mir davon erzählen, ich weiß, wie es ihnen geht. Ich weiß auch, wie es ist, wenn man ein Unternehmen führt und wenn einem diese Verantwortung, die man für die Mitarbeiter hat, für die Projekte hat, wenn die einen manchmal fast zu erdrücken scheinen. Ich weiß, wie es den Menschen geht. Und genau deshalb ist unsere Leistung oder unser Produkt dieses lebendige Wissen, was wir eben verkaufen. Denn wenn jemand von außen zu uns kommt und sagt, ich habe an der und der Stelle ein Problem, dann können wir mit ihm gemeinsam eine integrative Lösung entwickeln. Und integrative Lösung bedeutet an der Stelle nämlich Folgendes. Ich mache einen kurzen Ausflug in die Natur. Wenn nämlich Eizelle und Samenzelle zusammenkommen, dann entsteht eine Verschmelzung. Und das ist die erste integrative Lösung, die wir kennen. Und aus dieser Verschmelzung heraus entsteht eine Pulsation und neue Materialisationsformen können sich daraus bilden. Das bedeutet aber immer eins. Wir brauchen Kontrapunktik. Wir brauchen die Eizelle und wir brauchen die Samenzelle. Die sind so konträr, konträrer kann es gar nicht sein. Wir brauchen das männliche und das weibliche Prinzip. Wir brauchen den Berater und wir brauchen den Kunden. Wir brauchen die Frage und wir brauchen die Antwort. Die Lösung, die bringen aber nicht wir. Die Lösung entsteht aus der Verschmelzung dieser beiden polaren Kräfte miteinander. Und das ist die Formel, die im Grunde die Natur uns vorgibt. 1 + 1 = 3. Das dritte Neue, was entsteht, entsteht in der Mitte von dem einen und den anderen. Und das ist eine integrative Lösung.